Ja, es gibt Leute, die trauen sich was. Das finde ich richtig gut. So, dann sind wir online. Moin, schön, dass du auf meinem Kanal bist und dir das Video anguckst. Es geht heute um Spieleentwicklung. Du bist der Spieleentwickler und willst der Tycoon werden. Deswegen heißt das Spiel auch Game Dev Tycoon. Bevor du weiterschaust, möchte ich dich darauf hinweisen, dass ich das Spiel nicht kenne. Ich spiele es an, will das Tutorial spielen und gucken, ob mir das Tutorial die Spielmechaniken beibringt, die ich brauche, um das Spiel erfolgreich zu bewältigen. Ne, das gehört für mich einfach zu einem guten Spiel dazu. Und das mache ich ja jetzt schon seit über einem Jahr. Nur falls du andere Erwartungen hast, dann tut es mir leid. Wenn du mich aber begleiten möchtest bei meinen ersten Erfahrungen im Spiel, dann freue ich mich, wenn du dabei bleibst. Ne? Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch auf was hinweisen. Es gab ja mal so eine Künstleraktion, so Lattenkreuz, also Doppelkreuz oder wie auch immer sich das Ding nennt, alles dicht machen. Jetzt gibt es eine weitere Aktion, die heißt Alles auf den Tisch. Eine super Sache und da sind Künstler bei, die ich eigentlich entweder nicht kannte oder eigentlich nicht so sympathisch fand, nicht so gerne mochte. Und die haben aber inzwischen wirklich meine Hochachtung errungen, weil sie sich wirklich dafür einsetzen, dass in Deutschland hoffentlich irgendwann wieder Meinungsfreiheit herrscht. Ne, wir wissen ja, wer da noch dran glaubt. Der lebt irgendwo hinterm Mond. Wäre ja auch mal eine interessante Sache, hinterm Mond zu gucken, aber naja, gut. Ich wollte mir ja einen anzünden. Und dann möchte ich mal loslegen hier. Zack. Also auf Deutsch ist es. Ne, zu den Anfängen der Computerrevolution, da habe ich gleich gedacht, das muss ich haben. Und das Spiel ist auch nicht teuer. Das kostet um 3,50 € rum, glaube ich. Also wer das gut findet, der hat sicherlich genügend Taschengeld, um sich das leisten zu können, was nicht heißen soll, dass das nur für junge Leute ist. Ich kenne das Spiel nicht, also das sehen wir dann, wenn wir spielen. Ne? Eigenes Spieleentwicklungsunternehmen, das wäre ja geil, ne? Aber wenn ich sehe, was du alles programmieren musst und so, das alleine zu machen, also das ist sagenhaft schwer, ne? Und schon gar nicht, das geht schon gar nicht schnell. In den nächsten 35 Jahren kannst du dein Traumunternehmen aufbauen, Bestsellerspiele entwickeln, Fans gewinnen und Marktführer werden. Na, da wollen wir mal gucken. Ah. Operatchi Games. Loco. Und wer ist das hier? Operatchi. Yeah. So, und auch hier kannst du auswürfeln lassen, ob du männlich oder weiblich bist. Ne? Okay, weiter. Ach, durch Escape kommt man nochmal wieder hin, kann man auch speichern und so weiter. Gut, das gefällt mir schon mal, dass man erstmal in Ruhe darauf hingewiesen wird, ohne Zeitdruck. Ich hasse das. In meiner Garage, kleiner Wink auf Apple, ne? Die ja angeblich in einer Garage angefangen haben. Okay, irgendwo auf dem Bildschirm und das Aktionsmenü. Ah, Achievement freigeschaltet. Yeah. Ja. Supporter. So, jetzt klicke ich irgendwo auf den Bildschirm. Neues Spiel entwickeln. Aha. Okay. Hau weg.
Thema wählen. Evolution, Piraten, Wirtschaft, Werwolf. Wählen wir mal Piraten. Genre, Action, Abenteuer. Machen wir mal ein Abenteuerspiel oder wollen wir ein Rollenspiel machen? Machen wir ein Abenteuerspiel. Plattform. Commodore 64, ja, den habe ich auch gehabt. Lang ist her. PC, Entwicklungskosten 20 Tage, Marktanteil 56,1%, Marktanteil 43, Genre Übereinstimmung unbekannt. Ich nehme trotzdem PC, weil wir ja wissen, dass der sich stark macht, ne? Obwohl, ich nehme es trotzdem. So, weiter. Grafik. D-Grafik. Entwicklung starten. Also du kannst auch textbasierte Abenteuer machen. Die gab es ja da sehr viel zu der Zeit. Ne? So. Aha, den richtigen Schwerpunkt zu wählen, erhöht die Anzahl der erspielten Punkte erheblich. So, belege dir, die wichtig sind und bringe den Bereichen, die für weniger ja, verschiedene Bereiche, findest du diese im Hilfemenü, okay. Dann machen wir mal hier. Gameplay und so, ne? Und Engine machen wir mal so. Das können wir so machen wie die Firmen heutzutage, dass sie auch nachher ist alles wieder flicken, ne? Das ist Bananensoftware, die reift bekanntlich beim Anwender, ne? So machen wir mal. Okay. Mal sehen, ob das was wird. Flop. Okay, ich sehe schon zwei Bugs. Ein Design und ein Forschung. Aha, je mehr Punkte du erspielst, umso besser wird das Spiel sein. Aha, gut. So, wie kann ich denn jetzt Bugs? Die Farbe finde ich hier nicht wieder. Künstliche Intelligenz. Wie kriege ich denn die Bugs jetzt weg? Dialoge, Level Design, KI, machen wir mal ein bisschen mehr und das auch ein bisschen mehr. So. Phase 2. WAP. 3 Bucks. Oh. So, 2D-Grafik, Sound, Grundtöne, okay. Spielweltdesign, Grafik, Sound. Oh, werde mal hier mal ein bisschen reingeben. Kann ich da auch irgendwas machen? Nur mal weiter. Oha, jetzt kommen die Bugs, aber du verdammte Axt. Okay. Ah, die werden rausgehauen. Ja, sehr schön. Gut, fertigstellen, wa? Oh, da kommt noch einer, noch einer. Wow, dann warten wir noch mal. Vielleicht kommt noch mehr. Fertigstellen. Gut.
Aha. Bonus mal 1,5. Neues Thema, neue Kombination. Aha. Plus 100 und was weiß ich. Aha. Ja, dann machen wir das mal, ne? Hauen wir da mal raus jetzt, das Ding. Aha. Die erste Bewertung und Verkaufszahlen. Ja, dann mal los. So sitzen die bestimmt auch da und warten denn so. Ah, los. Star Games, also mittig. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Na, also ehrlich. Hab schon Besseres gesehen. Game Hero. Okay, All Games. Schließen. Aha. Kreation analysieren und einen Spielbericht zu erstellen. Okay. Spielbericht erstellen. Hau weg, wähle. Okay, da läuft irgendwas. Hau weg. 1802, ja, bin ich zufrieden. Okay. Ah, jetzt können wir forschen. Forschung. Aber 22 Punkte, das ist gut, glaube ich. Ja? Du sollst um deine eigene Spielengine zu entwickeln. Also die eigene Engine, das ist natürlich, ja. Das machen wir. Zack. Forschungsboost. Also, ich kann nur neues Thema nehmen. Da habe ich noch nicht genug Punkte für. Dann nehmen wir jetzt mal Werwolf oder Hacking. Aliens, Aliens. Forschung beginnen. Aha, jetzt läuft der Balken da. Oh, die Verkaufszahlen gehen zurück. Forschung beendet. Du hast erfolgreich ein Aliens. Okay. Aha, Spielweltdesign. Okay. Nun. Machen wir nochmal Forschung. Neues Thema. Verknüpfen wir Alien mit Werwolf? Oder Wirtschaft? Evolution? Detektiv? Das wird ja Gesetz. Hacking? Detektiv. Oh, Detektiv. Oh, was anderes. Forschung beginnen. Jetzt habe ich nur noch zwei Forschungspunkte. Ich hätte mir die auch aufsparen können. Govodore besser. Okay. Hau weg wurde vom Markt genommen. Mann, Spiel. Okay, jetzt habe ich zwei Themen erfolgreich erforscht. So, und nun? Kann ich sowieso nicht mehr forschen, dann entwickeln wir jetzt mal ein neues Spiel.
So. So, Themen wählen. Aliens, Genre. Machen wir mal Action, ne? Plattform. Dann gehen wir da mal rein und machen mal weiter. Grafik 2D, ja, Entwicklung starten. Wir sind also immer noch in den 70er, 80er Jahren. Entwicklungsphase, Gameplay. Hier wollen wir mehr Engine haben. Und Gameplay machen wir mal. Und das lassen wir mal so. Ja. Flump, 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 flump. So, Dialoge. Hier machen wir Level Design und KI. Und Dialoge müssen da nicht so viel sein. Es soll ja eine Action sein. So, jetzt hier. Zack. Oh, wie ein Bug. So. Grafik, Sound. So, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen in den Sound rein. Und gehen hier ein bisschen runter und da machen wir mal ein bisschen mehr. So, jetzt weiter. Donkey Kong war der Hammer. Das war wirklich geiles Spiel. Gab es erst so einen Spielautomaten und er konnte es dann auch selber spielen zu Hause. Also jetzt können wir den. Okay. Kann ich hier noch nichts machen? Auch der ist noch nicht fertig. Ach, der haut die Bugs noch weg. Oh, die Käfer sind alle tot. Dann stellen wir das mal fertig. Oh, da ist immer noch was. Noch ein Bug. Nee, 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 so nicht, Freunde. Ja, also, das ist besser. Design, Technologie, Forschung. Kriege ich noch mehr? Forschung? Komm, ich will auf 50. Eigentlich Engine. Eigene Engine. Okay. Fertigstellen. Neuer Rekord. Ja, veröffentlichen, los. Zack. Erste Bewertung, wer bleibt dran? Da mal gucken. Na, das ist aber übelst. Ach, die würfeln jetzt immer, ne? Ist ja nicht schön, ne? Kannst du dich ja anstrengen, wie du willst. Bleib dran. Immer noch im Minus. Für den Kauf des Spiels bedanken. Ach so, das sind die von Game Dev Tycoon. Ich denke, das ist jetzt los. Okay, ein kleines Startup-Unternehmen. Gut, das Spiel ist aber schon ein paar Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob die noch existieren, ganz ehrlich zu sein. Aber du rockst! Patrick und Daniel Klug, Greenheart Games, Greenheart Games kommen. Also wisst ihr, wo ihr gucken müsst, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Ne, das war jetzt die Eigenreklame. So. Spielbericht.
Ach, das gibt die Forschungspunkte. Ja. So, was haben wir noch? Spiele, Historie. Wollen wir noch Forschung machen? Spielengine kann ich nicht. Okay, dann gehe ich da wieder raus. Was wird hier denn jetzt? Ach so, das ist nur meine eigene hier, ne? Bleibt dran. 6,3, 7,5. Okay. Dann wollen wir ein neues Spiel machen, so, Thema wählen. Nehmen wir jetzt mal Werwolf. Genre. Action. Plattform. Machen wir auch G64 weiter. 2D, gut. So, Engine. So, machen wir das mal so jetzt. Mal gucken, was das wird hier mit uns. Wow. Bleibt dran, wurde vom Markt genommen. Oh. So, Entwicklungsphase 2. Künstliche Intelligenz. Dialoge können so bleiben. Jo, das lassen wir so. So, kann ich jetzt nicht. Entwicklungsphase 3. Nehmen wir mal die Sound raus. Dann machen wir mal hier ein bisschen mehr. So. Und los geht's. Dann kann ich nach dem nächsten Spiel, kann ich dann noch bisschen was machen, ne? So, bist du fertig oder was? Ja. Gut. Und? Neuer Rekord. Plus. Ja, denn machen wir jetzt Verspiel veröffentlichen. Ja! Erste Bewertung, jetzt geht das wieder los. Naja, das ist ja alles nichts Tolles hier, verdammt. Zeigt Potenzial, na denn. Spielbericht erstellen. Aufträge wurden freigeschaltet und schließe diese nach und klicke dann irgendwo, um das Aktionsmenü zu öffnen. Ah, da kriegst du Aufträge. Okay.
Okay. Kann immer noch nicht die Engine erforschen. Ich guck mal, was hier jetzt angeboten wird. Ist immer noch nichts. Auftragsarbeit. Eine gewisse Anzahl an Design- und Technologiepunkten zu erzielen, bevor die Zeit abläuft. Mirkonov Boss. So, was haben wir da? 1 und 8. Strafe, bezahle, Bibliothekssoftware. Entwickle ein einfaches Verwaltungssystem für Bibliotheken. Bezahle 27. Spreadsheet. Oh, hier, was soll das denn jetzt hier? Mitten im Spiel, also ehrlich, ich muss denn doch wieder was anderes nehmen hier. Ich bin jetzt im Moment im Fenstermodus, dann muss ich wohl Vollbildmodus nehmen, das geht ja so gar nicht. Ne? So, was wollen wir denn jetzt machen? Computer installieren, da machen wir immer einen kleinen Auftrag hier, oder? Mal gucken, wie das dann weitergeht, wenn man den auch den genommen hat. So, 11.000, yeah. Okay, guck mal, wurde vom Markt genommen. So, was gibt's jetzt? Machen wir noch mal eine Auftragsarbeit. Oh, 13.000, ja, können wir uns leisten, machen wir mal, komm. Ich will auf 50 Forschung kommen, Freundchen. 48, na, zwei brauche ich noch. Eigene Engine. Aha. Gut, also machen wir jetzt erstmal ein neues Spiel. So, was machen wir jetzt? Wenn wir wieder Piraten, dann nehmen wir mal Evolution, Genre, machen wir Rollenspiel und Plattform, nehmen wir mal die Tests. Lizenzkosten 80.000. Na, hallo? Das kann ich mir nicht leisten. Genre-Übereinstimmung, Action. Ich habe jetzt aber kein Action, oder? Ne, dann machen wir jetzt für den PC wieder was. So, weiter. So, hier machen wir ein bisschen weniger. Ach ne, ist ein Rollenspiel, ne? Dann müssen wir das hier. So und so, ja, machen wir so. Ah, mal gucken. Ah, jetzt habe ich meine 50 Forschung. So, Evolution, Rollenspiel. Dialoge. Hier ein bisschen weniger und hier. So.
Okay. So, was haben wir jetzt? Drei. Spielwelt, yep. Okay. Ping, die Books kommen raus. Die Books. Noch ein Buch. Fertig. Level, ja. Ja, für öffentlichen bisschen Einnahmen brauchen wir. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Sofort vom Markt nehmen. Das will ich ja machen. So, Spielbericht. Ist ja süß. So, was haben wir jetzt noch hier? Ach, gucken wir uns erstmal das an hier. Geht nicht. Brauchen wir noch eine Auftragsarbeit? Ein bisschen Kohle einnehmen? Ach so, jetzt kommt das. Evolution ist schrecklich. Okay. Strafe 5, bezahle 21. Machen wir das mal. Mal gucken, was das wird hier. Ausgezeichnete Arbeit. Oho. So. Dann wollen wir jetzt mal forschen. Kann man zwei, kann man nicht, ne? Machen wir erstmal das hier. Ach doch, jetzt, ich sehe den Balken über dem Programmierer. Ja. Ah, Makaras. Ja, muss auch eine dampfen, ne? Ich gucke da immer so selten hin. Tut mir leid. Ist keine böse Absicht, aber ich bin dann so fokussiert. Heute hat Wehner die jüngsten Gerichte bestätigt und die Master V angekündigt. Das ist technisch überlegen und plant die Markteinführung in den kommenden Monaten. Okay. Ich bin ja noch am Forschen hier. Hüpfburg wurde vom Markt genommen. Das ist nicht toll, ne? Das ist nicht toll. Neue Forschung verfügbar. Spieltutorials und Monosound. So. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Wir müssen ja jetzt langsam mal wieder selber was machen. Ach, die müssen wir jetzt noch erstellen. Dann machen wir das mal.
Spielengine 1, das ist okay. Haben wir hier noch was mehr? Lineare Erzählung, 60 Tage, 60, oh, 60.000. Habe ich nicht, ne? Kann ich auch nicht draufklicken. 50 kann ich auch nicht. Kann nur das hier machen. Auch nicht. Gar nichts kann ich machen. Verdammt. Gucken wir mal nach, ob wir eine Auftragsarbeit finden können. Bibliothekssoftware. Los machen wir. Machen wir. Müssen wir aber schnell neue Spiele entwickeln. So, Thema. Ich hätte ja auch ein neues Thema mal erforschen können, ne? Gucke ich das noch hier noch mal weg. Forschung. Da kann ich gar nichts machen. Neues Thema, doch. Extremsport. Gleich bin ich pleite. Ja, guck mal. Gleich bin ich hin. Werde aber jetzt noch ein neues Spiel entwickeln. Okay. Die haben mir Geld angeboten. Ich bin hoch verschuldet. So. So, weiter. Flup, flup. So. Atari sieht so fast aus. Ne? So. Flup. Und los geht's. Zack. Wollen wir uns das angucken?
Das wird der Burner, pass auf! Oder geht es auch höher, ne? Geht bis 10 jetzt. Pass auf! Fly away. Wow, da sprudelt aber jetzt die Kohle, habe ich. 68.000 habe ich jetzt. Aber ich hatte ja von der Bank so viel gekriegt. So. So. Spielhistorie, Forschung. Machen wir das mal. Okay. Casual Spiele. Ach, das kommt, weil wenn du so. Ah, ja. Neuere und fortschrittliche PCs, okay. Genau lesen. Gut. Flyway wurde vom Markt genommen. Na, guck mal, das geht doch schon, ne? So, dann wollen wir mal gucken, ob wir noch was forschen. Zielgruppe, Casual Spiele, Spieltutorials. Machen wir das mal. Ach so, da läuft das. Ich wollte gerade sagen, passiert ja gar nichts. Kein Tackern, nix. Aha, neue Engine erstellen. So. So, jetzt muss ich schon wieder eine neue Engine erstellen. Mal gucken. Ne, habe ich doch gerade, ne? Tutorials. Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Habe ich das schon hier gespeichert, der Spielstand? Ne, kann ich nicht. Geht auch nicht. Ja, dann gehen wir da mal raus. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch Kohle, ne? Dann wollen wir mal ein neues Spiel entwickeln. Mir fällt nichts mehr ein. So, dann. Machen wir mal Wirtschaft. Genre, Strategie, Plattform. Die Lizenzkosten kann ich mir nicht leisten. PC, weiter. Ach, Engine noch auswählen. Weiter. 2D-Grafik, V1 reicht. Textbasiert wäre fast schon richtig, aber na gut. So, Engine. Das ist nicht so wichtig.
Gameplay. Das ist erst so, machen wir so. Mal gucken. Die Box schon wieder. Jo, so, wo du das gerade geschrieben hast, ne? Yes, the time has come, the next smoke. Entwicklungsphase 2. Also wie gesagt, das Spiel ist sehr günstig zu haben. 3 Euro, 4 Euro, irgend sowas. Wer sowas gerne spielt, ne? So, was haben wir jetzt? Dialoge brauchen wir nicht viel. Level Design machen wir mal so, aber KI machen wir. Wow. Wirtschaftsstrategie, Spielwelt. Spielwelt brauchen wir nicht viel. Hier machen wir ein bisschen mehr und da machen wir auch noch ein bisschen. So. Gameling. So, erstmal die Bugs raushauen da, Jungs. Ja, sehr gut. Also, das bin ja ich alleine noch. Ich habe da noch keine Angestellten. Das kommt ja auch noch später, glaube ich. Jo, dann machen wir mal fertigstellen. Neuer Rekord. Aha. Was auch immer. Auch Design. Und los. 212.000? Ja, los, den zählen. Sehr gut. Und auch mal Zeit, ne? So, und jetzt Einheiten. Spielbericht. Neue Forschung, Marketing, aber hallo. So, Spielbericht. PC-Strategie großartig. Okay, so, nun. Gucken wir mal nach, was wir dann erforschen können. Zielgruppe, Monozeit, Marketing. Können wir? Was machen wir? Das ist ja wichtiger als das ganze Spiel, habe ich festgestellt. Heutzutage, ob das zu der Zeit schon war, wahrscheinlich auch. Rang 28. Wow. Aber erst noch in Gange hier. Zwölftausend. Sprung wurde vom Markt genommen. So. Okay. Ist auch immer süß, was sie da so sich ausgedacht haben, ne?
Muss ich mich jetzt aber mal beeilen, jetzt mal wieder hier neues Spiel entwickeln. Thema wählen. Nehmen wir noch mal Piraten. Genre nehmen wir diesmal ein Rollenspiel. Plattform, da kann ich nicht bezahlen, da kann ich alles nicht bezahlen. PC. Strategie. Action, Simulation. Und Strategie, hallo? Was nehmen wir jetzt? Ich nehme trotzdem PC, egal. Spielengine auswählen, natürlich die hier. Weiter. 2D-Grafik V2. Und dann starten wir mal. So, Piratenrollenspiel. Dann brauchen wir die Engine, muss was können. Gameplay, Story Quest. Rollenspiel, da brauchen wir, machen wir hier ein bisschen runter und hier ein bisschen mehr. So. Wann kann ich denn jetzt hier Marketing machen? Zeitanteil, Dialoge. Künstliche Intelligenz machen wir mal runter und dann machen wir hier ein bisschen mehr. Marketing. Fünfzigtausend. Zeitschriften und Demos, 150, kleine Kampagne, 500.000, große Kampagne, 2 Millionen. Geht nicht, okay. Geld habe ich nicht, stimmt. So, was haben wir jetzt? Entwicklungsphase 3. Runter und zack. Die Books noch raus. Okay. Ja, einmal machen wir es noch. Und sonst gehen wir drauf. Na denn, zack. Was sagt mir das? Plus, plus, plus. Aha, die 2D-Grafik Level V2 ist besser geworden. Und los. Eigenartig, aber gut. So, und was jetzt? Jetzt kann ich das schon weitermachen hier, ne? Oder nicht? Ne. Doch. Spielbericht.
Boah, und weg ist das Geld wieder. Der Commodore 64 wird vom Markt genommen. PC-Rollenspiel gut. Okay. Ich will Forschung. Neues Thema. Fantasy. Guck mal, da kommt einiges zusammen jetzt, ne? Machen wir mal Fantasy-Rollenspiel für den PC. Also bleibt es bei PC. So, dann wollen wir gleich mal ein neues Spiel machen. So, Thema. Fantasy, Genre, Rollenspiel, Plattform, Lizenzkosten, Tests 80.000. Nehmen wir PC. Spielengine 1. Da müssen wir mal eine neue entwickeln bald, ne? So, 2D-Grafik, jawohl. So, das haben wir. Bisschen weniger. Und machen wir hier noch ein bisschen mehr. So. Entwicklungsphase 2. Dialoge. Hier nochmal ein bisschen weniger und ein bisschen Level-Design mehr. So, zack. So, Entwicklungsphase 3. Spielwelt, Grafik. Hier. Und ich ein drauf und los geht's. Die Buchs noch raus. Fertig. Plopp. Neuer Rekord im Design. Wow, Spiel veröffentlichen. Oh. Eine Million Einheiten. Oh, da geht es in die Zehntausende schon. Okay. Klar. Neues Büro.
Management-Kurs. Klicke auf deinen Charakter. Okay. Hallo. Ist das nicht mein Charakter hier? Hallo? Trainieren. Jetzt geht das erst. Okay. Mitarbeiterverwaltung. Juwelen der Spieleentwicklung. Lass mich nachdenken. Spieldesign für Piraten. Geil. Ja, machen wir erstmal hier, ne? Training starten, so. Oh, wird immer noch verkauft, Drachenei. Das ist ja schön. Da kommt ja Geld in die Kasse. Das ist erfreulich. Er war kurz vorm Bankrott, aber. Drachenei wurde vom Markt genommen. Gut. Sehr gut. Oha. So. Komplexe Algorithmen. Ach so, da geht nur eins. Dann machen wir das mal. Hat bisher angeblich in einer Garage gearbeitet. William Arnold, Level 1, Geschwindigkeit, Forschung 10.000. Und was ist das hier? Cooper Luna, Level 1, Geschwindigkeit, Forschung 9.000. 198 und 104, 106 und 200. Das ist ja besser, ne? Ja, ist zwar schneller, aber hier kriege ich mehr Forschung. Dann können wir den jetzt mal einstellen hier. Müssen sich einarbeiten. Ich will diese Leiste jetzt halt langsam füllen. Feuern. Einarbeitung Training. So, hier gibt es noch was. Position besetzen. Kann ich noch einen einstellen? Ne, ist ja nur ein Platz, ne? Eigentlich. So wie es aussieht. So, dann was haben wir jetzt? 44 Forschung. Eigene Engine. Machen wir mal. Nee, ich nehme erstmal eine Auftragsarbeit an. Mal gucken. Dann machen wir das mal.
Erfolgreich. So, jetzt wollen wir erstmal speichern. Ach, ist schon gespeichert jetzt. So, ich mache noch ein bisschen weiter, aber ich muss mal ganz kurz um die Ecke. Bin gleich wieder am Rohr. Ich hoffe, dass der grüne Hintergrund jetzt ausreicht. Das sehen wir aber gleich, wenn ich wieder live gehe, nämlich jetzt. So, weiter. Ich möchte noch. Was ist hier Spielehistorie? Neue Spiele entwickeln, eigene Engine erstellen. Kann ich mir das alles leisten? Machen wir das mal. Mal sehen. 70 Tage. Oh, da kriege ich verbleibend reichlich, aber bei 1,9 Mille. Muss man auch dann mal Hintergrund schaffen. Angebot. Ablehnen. Investiere über 100.000, also 100.000. Gut. Und was machen wir jetzt? Auftragsarbeit, Mitarbeiter. Neues Spiel entwickeln. Ich würde ja gerne noch ein Thema freischalten, aber das geht ja anscheinend nicht, ne? Oder? Wo ist das übersehen? Forschung. Nee, dann machen wir mal ein neues Spiel. Thema wählen. Machen wir jetzt mal Werwolf und Action. Gamelink, Master V, Tess. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache.
nehmen wir den mal hier. Gaming. Jawohl. Starten. Mal gucken, ob das hier alles so geht hier mit den Experimenten. So, Werwolf Action. Brauchen wir hier weniger. Hier machen wir mehr und hier machen wir auch mehr. So, mal gucken. Was macht er denn hier? Macht der gar nichts? Muss ich dem extra noch einen Auftrag geben? So, Action braucht nicht viel Dialoge. Aber KI. So, machen wir mal. Mit dem mal noch rein hier. So. Nehmen wir das mal. So, Werwolf Action. Nochmal ein hier. So, und los. Die Bugs müssen raus. So, er hat jetzt plus eins, Design. Technologie, ah, Design hat er noch mal Technologie und Design. Sehr schön. So, dann stellen wir das mal fertig. Oh, noch ein Bug. Ja, dann los, raus damit. Ah, neue Forschung. Level Editor und Open World. Guck mal, jetzt kommt das. Für Werwölfe ist Sound wichtig. Ah ja. Ne? Ah, okay. Hast du das schon gespielt? Na, na. Geht das wieder los? Macht teilweise Spaß. Also mittelbeschissen. Gut.